Ja moinsen, meine Brutes, und willkommen zurück zu Brawl Stars. Im letzten Part haben wir mit dem guten El Primo richtig auf die Kacke gehauen, haben ein paar Siege gefeiert und ich würde sagen, wir machen mit ihm weiter. Und nicht nur das, wir werden heute auch den Charakter probieren und ihn einsetzen, den wir im letzten Part bekommen haben. Ich weiß seinen Namen gerade nicht so genau, das ist das Problem. War das Cold? Weiß es nicht. Na, kommen Sie heran. Das Gute ist, jetzt habe ich hier schon mal die Möglichkeit, die Truhe zu gönnen. Komm, mach doch die Ulti, Junge! Boah, was ist denn hier los? Wie ich das hasse, wenn er nicht die Ulti macht. Ihr habt es gesehen, ich habe die ausgewählt, er macht sie nicht. Oder er ist dann zu spät. Ja. War das... Ja! War das Bull, den wir im letzten Part bekommen haben? Den werden wir uns mal einverleiben heute. Aber ein bisschen mit ihm spielen. So, asozial, ich weiß, dass ich mir hier einfach so die Truhe von ihm gegönnt habe. Von der guten Star Shelly Schwestine. Komm schon, ja! Wow! War das knapp! Jetzt aber schnell weg hier. Nein! Scheiße, Bruder! Ja, ich kann auch austeilen. Tja, da guckt ihr, was? Meiner. Meiner. Tja, was sagst du dazu, hä? Sirius? Der kommt auch gar nicht auf sein Leben klar, der Pokodomine, der denkt sich auch so, Bruder, ich muss jetzt aber auch wirklich dringend losrennen, sonst wird mich der Drache noch fressen. Der Drache? Der Bär, natürlich. So, hauen sie rein, jetzt hier Showdown-Action. Aber vom Feinsten, Alter. Nein, wo kommt der Kackbär denn her? Ja gut, ich würde sagen, das war's dann wohl für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, natürlich geht das da durch die Kakteen durch, obwohl das gar keinen Sinn macht eigentlich. Eigentlich dürfen die ganzen Attacks nicht durch die Kakteen gehen, weil die ja eine Art Wand sind. Fand ich ein bisschen unfair. Aber okay. Trotzdem leckere Trophäen bekommen. Das schmeckt. So, und jetzt gucken wir uns mal an, dass wir hier diesen Bull benutzen. Der hier, genau. Mhm. 5200 Trefferpunkte im Vergleich zu El Primo etwas weniger. Zahlt aber mit seinem Superskill mehr Schaden aus. Nicht schlecht. Wikinger Bull. Okay. Wir wählen ihn aus und probieren es mal mit ihm. Mal gucken, wie ich mich mit ihm anstelle. Mal lunzen. So, wir starten hier, gehen direkt zur Truhe. Wo schießt der denn hin? Was ist denn los bei dir? Sirius. Boah, Alter. Hat der einen Attack drauf? Ich glaube auch, er ist Nahkämpfer in gewisser Hinsicht. Weil wir haben die Truhe schon mit 3 Hits aufbekommen. Und das mit Level 1. Nice. Scheiße, Bruder. Gönjamin. So, was ist jetzt hier, Nita? Was wolltest du? Hanuta, hallo? Was wollten Sie von mir? Wollten Sie noch irgendwas klären oder so? Hatten Sie einen Termin? 10 Uhr können wir einrichten, kein Problem. Nein! Scheiße, Bruder. Boah, war das knapp. Alter Junge. Hallo? Rodinius? Ach du Scheiße, er macht direkt seine Ulti auf mich drauf, natürlich. Er hat aber auch eine gewisse Grundrange. Der Gute, ja gut, das war's dann wohl. Ja gut, kannst du nichts gegen machen. Ich sehe aber, dass der gute Bull auch eine relativ hohe Range hat. Nicht so wie bei Shelly. Mhm. Mhm. Aber man kann auf jeden Fall mit ihm spielen. Sagen wir es so.
Man kann mit ihm auf jeden Fall ein bisschen spielen. Ich kann verstehen, warum man ihn nimmt, sagen wir es so. So, da gehen wir direkt hin, gönnen uns die zwei Truhen. Ja, lecker. Kommen Sie heran. Oh mein Gott, ja, jetzt könnte er sich natürlich... Jetzt staubt er ab. Was für ein Dreckschwein. Komm schon, Junge, mach doch deinen Skill. Warum macht er seinen Skill denn nicht, Mann? Ich hab doch den scheiß Skill gemacht. Ich kann nichts dagegen machen. Ich hab doch mit dem Skill... Ich hab doch den Super-Skill ausgewählt. Warum macht er ihn denn nicht? Das ist halt echt ein Problem. Also das kann halt nicht sein, warum er den nicht macht. Ich habe ihn ausgewählt und er macht ihn nicht. Ich verstehe es nicht. Also das kann mir keiner erklären, wirklich. Ich check's nicht. Ich komme da nicht hinter, ohne Witz. Na, wenn die Steuerung am Ende das Problem war, dann kann ich aber nichts dagegen machen. Wisst ihr, was ich meine? Boah, nervt das, Alter. Das ist so saunervig, wirklich. Ihr habt doch gesehen, dass ich den Skill ausgewählt habe. Den Super-Skill. Junge, Junge, Junge. Man kennt's. Gönnung. Das schmeckt. Was ist das denn für ein Typ? LOL. Okay, der Typ ist mir neu. Was ist das für ein Typ? Ja, lul. Hat da jemand irgendwie in die Tasche gegriffen und mit seinem Geld diesen Skin bezahlt? Boah, wie er sich jetzt gerade pusht, der Typ. Ja, alles klar, El Primo, weiß Bescheid, ne? Scheiße, Bruder, das war's. Oh nein. Gibt's auch irgendwo mal andere Gegner als die hier? Oh mein Gott! Okay, also wir merken uns, dieser Roboter kann sich an jemanden dran ziehen. Der hat so einen richtigen Boost drauf. Ja, moinsen. Und wir hätten fast unseren Superskill. Oh nein. Gehen Sie weg. Kommen Sie heran. Aber guck mal, wie viele Lebenspunkte der hat, Alter. Der hat sich schon so gepusht. Kriegt trotzdem auf die Fresse. Ja, moin. Ja, gut. Kein Wunder, dass der den dann snackt und dass er jetzt hier, ja, sich übelst... Warte mal kurz, was? Meine, Junge, meine. Ja, gut, schade. Aber haben wir uns nicht gerade eben mit dem Superskill eigentlich, haben wir Nita nicht eigentlich getroffen? Ich glaube, der Superskill ist ja, dass er halt nach vorne boostet und wenn er einen Gegner trifft, macht das halt übelst Schaden. Also ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Kann aber auch sein, dass ich mich da, dass ich das übersehen habe. Oder dass ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Eine neue Box, ja? So machen wir sie auf. Was lädt das so lange? Muss der krass Inhalt geladen werden? Okay, meine Brutes, wir haben wahrscheinlich Gems bekommen. Gucken wir mal. So, zwei Gegenstände sind auf jeden Fall safe. Erstmal 19 Münzen. Shelly Schwestine. Ja, lecker. Und Barley Brudes. Aber ansonsten nichts irgendwie bahnbrechendes. Scheiße, Bruder. Ticket-Ereignisse, das ist das nächste Ziel, was wir uns natürlich anstreben werden. Ja, moin. Ich komme gleich, darf ich dann wieder rein? Weil ich möchte mich mit einem Freund befreunden. Also er will aus dem Clan rausgehen? Habe ich das richtig verstanden? Kann er nicht so einfach sagen, hey, kann man sich nicht so mit einem Freund anfreunden oder so? Geht das nicht? Ansonsten soll der Kumpel kurz in den Clan reinkommen und dann werfen wir ihn wieder raus. Lul. Wenn es sein muss.
Also dieses Gehabe, das hat mich schon damals in Clash of Clans und Clash Royale aufgeregt. Von wegen so, ja, ich gehe kurz aus dem Clan raus und komme dann gleich wieder rein. Junge, entweder rein oder raus. Ne, also so fangen wir hier gar nicht an. Ich muss aber endlich mal merken, dass ich Regeln in die Beschreibung reinschreibe, weil ansonsten... kommen immer weiter Fragen auf und das ist halt auch nicht so geil, ne? Gönnung. Boah, wie hier schon jeder drei Gems hat, Alter. Junge, was ist denn los bei euch? Na gut, außer die natürlich. Das sind natürlich Schweine. Junge, nein. Ach, Junge, fuck doch nicht so ab. Sirius! Puh, erstmal heilen, ey. Erstmal auf mein Leben klarkommen. Brudinius. Kommen sie heran? Guck doch mal, wie der sich heilt, Alter. Poco ist so ein unfairer Charakter. Den müssen wir auch mal spielen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass er übelst Schaden macht, aber er heilt sich halt mit seinen Attacks, ne? Das ist halt das Ding an ihm. Fuck, als ob. Das war's! Gut, also gegen den Colt mit Level 9 haben wir jetzt nicht so die größte Chance. Aber wir gucken mal. Feierabend! Herr Lloyd, wo ist der? Ja gut, das war's dann wohl, meine lieben Siriusse. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Boah, der wartet bestimmt, seine Ulti zu machen, oder? Der wartet doch nur. Wir teilen aber gerade gut aus. Aber hast du leider keine Chance gegen einen Level 9er Colt, ne? Das ist halt einfach so. Leckerer Durstlöscher. Das schmeckt. Ja. Ach, das schmeckt. So, und wir sind fast Level 10, Alter. Wir kriegen gerade so hier einen fetten Boost rein. Ja, Kaiser online. Okay, das wollte ich gerade gar nicht so schreiben, wie ich es gerade eben geschrieben habe, aber... okay. Hashtag Autokorrektur. Ja, moin. So, da unten ist direkt die erste Truhe. Gönnung. Und der Call-Typ denkt sich auch, komm mal, Bruder, ich bleib stehen. Nutze ich jetzt, nutze ich... ah, jetzt... ja, okay, moin. Man kennt's, ne? Hat aber nicht so viele Lebenspunkte, guckt euch das mal an. Zahlt dafür aber übelsten Schaden aus. Boah, Bruder, war das knapp. Scheiße, Bruder, das war's. Ach je. Sag mal, bekomme ich eigentlich irgendeinen Bonus dafür, dass ich Kills mache in dem Spiel? Also hier in Solo-Showdown. Hat das irgendwie trophäentechnisch irgendeinen Unterschied, dass wenn ich jetzt jemanden kille? Oder dass ich pro Kill irgendwie mehr Erfahrungspunkte bekomme? Oder was heißt Erfahrungspunkte? Halt mehr Trophäen oder so. Oh mein Gott. Lauf doch nicht gegen diesen Kaktus, Alter. Ich habe gerade meine Ulti gemacht, natürlich. Aber ich habe ihn gekillt. Lol. Ich habe ihn gekillt, aber Shelly hat halt eben, während ich meine Ulti gemacht habe, draufgehalten. Dreckschwein. Level 10. Ja, moin. Das haben die ein oder anderen schon nach einem Tag geschafft und ich brauche dafür 10 Jahre. Man kennt es. Aber ich muss sagen, es macht mir schon Spaß, mit Bull zu spielen. Also, das ist halt das Beste an dem Spiel. Das meine ich jetzt nicht irgendwie negativ oder so, aber es ist schon gut in dem Spiel, sich mit mehreren Charakteren auseinanderzusetzen, statt immer nur mit Shelly zu spielen oder so, oder mit einem Charakter. Das ist halt so das Ding. Nin. So, was ist denn los, Primo? Hast du Bock, irgendwie zu fighten oder so? Willst du auf Fresse kriegen?
Bitte auf die Fresse. Ja, moin. Trollt der gerade? Ist das ein Abonneter? Oder was? Wie heißt der denn? Ton89. Ne, ich glaube, das ist kein Abonneter. Ja, moin. Okay, jetzt haben wir ihn, an den Eiern gepackt. Drecksau. Fuck it. Nein, was mache ich denn da? Es ist so dumm. Ja gut, das war's. Oh Mann. Ja, es ist halt nicht so schlau, die Ulti zu machen, während man gerade in die Giftwolken reinfährt, ne? Man kennt's. Und 10 leckere Marken. Delicious. Wir haben fast die nächste Box. Die wird heute noch aufgemacht, das sage ich Ihnen. Mhm. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ne? Das Spiel frisst so viel Akku, das ist nicht normal. Ich habe heute mit irgendwie 90% oder so angefangen und habe jetzt noch, passt auf, wie viel Prozent? 67. Und da kommt noch mehr dazu, ich sage Ihnen das. Von daher, das Spiel zieht schon echt krass Akku. Obwohl es so vom Grafiktechnischen kein allzu großer Aufwand ist. Ich meine, ich finde den Grafikstil cool, so dieses westliche, habe ich auch noch gar nicht irgendwie gesagt, ne? Ich habe mich noch gar nicht zum Grafikstil geäußert, so dieses westernmäßige Wild West. Lol, ich hab sie ihm alle geklaut. Ja, wenn du von zwei Seiten weißt, da kannst du doch nichts gegen machen, Alter. Das ist so unfair, ey. Meine Fresse. Ja, aber ich finde den Grafikstil schon an sich ziemlich nice. Klar, es ist natürlich jetzt ein Grafikstil, der halt ein bisschen comic-mäßiger aussieht. Ein bisschen, sag mal, kinderfreundlicher. Und nicht dieses total... Ja gut, Clash Royale war ja auch irgendwo auch ein bisschen kinderfreundlich vom Grafikstil her, ne? Weil die ganzen Artworks der Charaktere auch ziemlich kinderfreundlich ausgesehen haben. Ich hab meine... Warum werden die Attacken nicht aufgeladen? Das macht keinen Sinn. Na, also, da kannst du nichts gegen machen, leider, ne? Da kannst du leider nichts gegen machen. Ach ja. Aber okay. Ja, wie gesagt, dieser Wild West Grafikstil ist schon an sich ziemlich nice. Kann man sich natürlich gönnen. So, alles klar. Pushen wir uns weiter. Ja, es ist halt eben dieses Comic-mäßige und ich denke auch, es ist natürlich auch der, einer der Gründe, warum sie diesen Grafikstil so gehalten haben, dass es halt eben auf fast jedem Gerät spielbar ist dann, ne? Kommen Sie heran, Sie alte Sau! Er macht die Attacks einfach nicht. Da kann ich doch nichts gegen machen, Alter. Warum macht er seine Attacks denn nicht? Ich check's nicht, Alter. Das macht keinen Sinn. Ich komme da nicht hinter. Ich verstehe das nicht so, ne? Warum seine Skills 10 Jahre zum Aufladen brauchen? Das macht keinen Sinn. Und ich habe doch in seine Richtung gezielt und macht seine Attack, meine Attack auch in seine Richtung. Warum zählt das dann nicht? Junge, ich verstehe das. Ja, natürlich. Ja gut, kann man auf Nahkampf halt auch eben nichts gegen machen, ne? Das ist halt eben so, ne? Da kannst du nichts gegen machen. Aber okay. So Nahkampf gegen Shelly kannst du nichts gegen machen.
Das ist manchmal halt schon irgendwo Schwachsinn, ne? Ah, natürlich El Primo, man kennt's. Jetzt gönnt er sich richtig die Gems. Ja, jetzt hat sie sich halt auch schon so aufgeheilt, dass es keinen Sinn macht, da noch reinzugehen. Welche macht doch meinen Superskill, Junge? Willst du mich verarschen? Junge, regt das auf! Kommen Sie heran! Boah, Junge, Alter! So, zwei Gegner sind noch übrig. Ja gut, da hast du jetzt keine Chance mehr. Ja, natürlich, klar. Ja, ja, das macht Sinn. Also ich finde, bei Bull ist es so, wenn er seine Ulti macht, sollte er da auch schon unsterblich sein. Wenn er schon an den Gegnern vorbeirauscht, so, finde ich es unfair, dass man ihn noch hitten kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich unfair. Na, das ist meine Meinung. Ich finde, er sollte da unsterblich sein und nicht angreifbar sein. Ich meine, wenn er durch die Giftwolken seinen Superskill macht und da keinen Giftschaden bekommt, aber dann von Gegnern getroffen wird, während er gerade seinen Superskill macht, weiß nicht, wie ich das finden soll. Finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. So, El Primo hat eine... hier, lecker. Ja, moin. So, direkt pushen. 290 Trefferpunkte mehr. Das kann man mitnehmen, auf jeden Fall. Schmeckt. Mhm. Oh, der Part ist schon einigermaßen lang. Daher würde ich sagen, beenden wir ihn hier an der Stelle auch mal. Mit 333 Trophäen beenden wir den Part. Rodingos. Ich weiß, ich habe heute wieder sehr viel gemeckert, aber vielleicht kann das der eine oder andere vielleicht verstehen und weiß, wie ich das meine. Von daher, naja, wisst ihr Bescheid. Wir sind jetzt im Clan schon auf Platz 24 vorgerückt, waren im letzten Part, glaube ich, oder... Ich glaube, zum Anfang des letzten Parts waren wir irgendwie Platz 28, 27, haben also schon ganz gut Plus gemacht. Und von daher gesehen, hauen Sie rein! Daumen nach oben, wenn es Ihnen gefallen hat, und ein Abo könnt ihr auch gerne da lassen, wenn ihr neu seid. Also, bye!